Ich sag wieder Moin Moin, liebe Leute auf YouTube. Danke fürs Reinschalten zu einer weiteren Folge Minecraft Survival hier auf meinem Kanal. Moin Moin. So. Irgendwas stimmt hier noch nicht ganz so. So sieht es besser aus, ne? Aufnahme läuft noch, das ist immer gut. Ja, was machen wir heute? Ich möchte heute versuchen, hier logischerweise den Stall ein bisschen weiter aufzuteilen. Ne, das ist ja zu. Und zwar muss ich nochmal genau gucken, wie es drüben war. Damit wir diese Zwischenabteile hinkriegen. Im Endeffekt sind es ja zwei angebaute Stallabteile und ich möchte sie wirklich exakt so machen wie auf der anderen Seite. Das heißt, hier kommen zweimal Holz, dann kommen zwei Türen, wieder zwei Holzständer, zwei Holz, Zaun, zwei Holz. Wer merkt sich das jetzt? Der selbstgepflanzte Wald, ja. Das ist auch krass, wie viel Bäume du da schon beackert hast. So, dann lass uns mal das Holz runternehmen. Dann nehmen wir hier 1, 2, da 1, 2 Tür, 1, 2. Dann kommt der Ständer, 1, 2, 2 frei, zack, zack, ne? Hier kommt Zaun hin. Hier kommt Stein hin. Hier kommt Tür hin. Und dann sind die beide miteinander connected. Sie gehört immer noch zum Grundriss. Also zack, zack. Zwei, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Wir wollen nämlich ein bisschen was schaffen heute in der 99. Folge von diesem Minecraft-Projekt, was ja eigentlich auch, ja, ist ja praktisch auch mein zweites Minecraft-Projekt. Anderes ja schon ein bisschen her. Was ich da in der 100. Folge gemacht habe, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So, ne? Ich glaube, der wird nachher hochgemacht, also hochgezogen komplett. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie die Fenster gesetzt werden, ne? Also vorne ist wirklich, kann man sagen, 4 hoch, 3 und dann einmal durchziehen. So hoch, ne? So, und dann kommt hier zack, 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 zack. Einmal gucken. Stimmig, ne? Stimmig. Also mein Ziel ist schon, dass wir das in dieser Woche fertig kriegen, ne? Das ist nicht ganz easy, aber ich denke, weil das Dach nachher noch so ein bisschen kompliziert wird. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das erstmal so hat, dann geht das auch schnell. Ne? Das ist einfach nur noch Masse und man weiß, wie man bauen will und dann passt das. So. Wäre schon mal für die ersten Tiere hier vorne. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, wie das mit den Fenstern war. Ich würde sagen, sie lädt es nicht an. Oder habe ich es verpasst? Oder kommt es noch? Ich weiß es nicht. Holz, drei Fenster, Holz. Holz, drei Fenster, Holz. War jetzt nur hinten, wie war es denn an der Seite? Holz, drei Fenster, Holz. Holz, drei Fenster, Holz. Holz, 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 die Holz. Holz, 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 Holz. Jo. Türen brauchen wir nicht mehr. Und an der Seite ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich glaube, also ich gucke gleich nochmal. Sind denn Viererfenster wahrscheinlich, oder? Jetzt mal schauen. Discord, ja genau, kannst du gerne gucken. Ja, ist richtig. Vier und vier. Passt, passt, passt. Gut, alles easy, Leute. Moin, moin. So, also ganz klar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ich kann sehen, nice, oder? Nix.
Hier ist es natürlich klar, so, so. 2, 3. 2, 3. Hier war es zwischen genauso, glaube ich, ne? Einfach historisch, weil wir den einen angebaut haben. Ich versuche schon, ihr merkt schon, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Im ganzen Bauwerk. Der zieht durch, ne? Aber oben nach den Vierern ist es, glaube ich, ein Hälfte-Hälfte. Wird schon wieder dunkel. Ach ja, oder? Mal von oben gucken, obwohl eigentlich von hier ist es, kann es auch ein ganzer sein. Das ist nicht erkennbar, weil rundherum überall welche kommen. Also wir brauchen von den glatten Steinen auf jeden Fall noch mehr und müssen mal gucken, ob wir da noch was auf Halde haben. Ja, ein paar und ja, auch ein paar, aber pack einfach mal einen Stack noch in den Ofen. Kohle habe ich eigentlich. Warum habe ich so viel Kohle auf Tasch? Müllt ja auch ein bisschen hinzu, ne? Das sieht schon besser aus vom Inventar. Die beiden Türen kommen noch weg. Und wollte ich jetzt noch Schwarzpulver. Feuerzeug, glaube ich, brauche ich auch erstmal nicht. Das war ja, um Sprengstoff anzuzünden, werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ja, also Birkenholz haben wir hier noch viel. Scheiben brauchen wir noch, haben wir ein bisschen, das haben wir. Also glatte Steine, ne? Und dann, glaube ich, können wir echt schon eine Menge bauen. Meister Lüa, moin moin, danke fürs Reinschalten. Noch eine Keule vorm zu Bett gehen und dann ist gut, ne? Hat halt gut geschmeckt. Gute Nacht. Oh, wie viele Zombies, Monster und sonstiges in der Nähe? Creeper, Spinnen. Creeper. Spinnen. Skelette. Alter. Gleich im neuen Abteil hier vorne. Bitte, hau ab. Skelette können wir auch abballern von hier. Alter, das war aber auch hier, ne? Gar nicht so schlecht. Wenn wir den da hinten noch treffen. War ein bisschen zu weit. Ganz bisschen zu kurz, glaube ich. Nicht weglaufen. Scharfschütze. Aber fast wieder ein Level dazu gewonnen. Aber soll es nicht stören. Wir bauen weiter. Gut, also 5 hoch wahrscheinlich. Ich brauche die hier unten. Und ach, die auch. Müssen wir erstmal nicht. Dann haben wir hier 3, ne? 3 hoch und dann geht's hier rüber. Und dann kommt der hier oben drauf. Und hier, glaube ich, ist es immer 4 hoch. Das ist cool. Das checke ich noch einmal schnell auf der anderen Seite.
Dann habe ich aber, glaube ich, alles, was ich wissen muss zum Bauen. Ja, genau. Hier hoch. Da Holz oben drüber. Und da ist eigentlich schon luftig da oben, ne? Drinnen sind ein paar Fackeln. Noch ein paar Stöcker oder sind die alle weg verbraucht? Ja, mal schon mal schauen, die Leute. Auf geht's. So kann man schon relativ leicht bauen. So, hier schon mal ein dicht. Ich weiß gar nicht, was mit dem in der Mitte, ob das hat da jemand drauf geachtet. Auch so hoch und dann luftig und der, glaube ich, aber als Ständer, das kann ich von hier noch nicht sehen. Gucken wir dann demnächst. Normalfall sind das Zweierfenster da drüben. Sieht so aus. Jetzt so blöd hier rüber zu springen eigentlich. Tatsächlich, vielleicht geht's auch nicht. Wahrscheinlich geht's, aber ich krieg's nicht hin. So, zack, zack, zack. Ich glaube, das gehört so. Zumindest würde es nicht auffallen, wenn es nicht so wäre. Dass es da 5 hoch sein müsste. Und ob mich das hier vorne das nicht ist, ne? Aber dann muss ich noch mal gucken, wie das über den Eingängen ist. Zack. Ups. Genau, das sind die Fenster. Die Stalltrennung. Das ist falsch. Aber kommen wir trotzdem gut voran, finde ich. So. Einen richtigen Baufortschritt heute erkennen. Also Katzen kann man mit Fisch anlocken, oder wie war das noch? Und weil Katzen können, ich finde, wir könnten gut Katzen hier einsperren. Vielleicht ja auch hier Hunde.
Kaninchen, Schweine oder Esel und schon, ja, also gibt auf jeden Fall mehr Tiere, als dass wir hier dann einsperren könnten. Eine Außenwand hier, da haben wir das schon mal geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch hoch müssen. Nur was hier vorne ist, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht verschwindet die Sonne hinterm Berg und dann müssen wir wieder Feierabend machen, weil dann kommen bestimmt gleich wieder die Creeper um die Ecke. Und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn tatsächlich irgendwo noch ein Dreher drin ist und wir dann wieder zwei, drei Blöcke wegreißen müssen. Aber eigentlich ist es ja auch nicht ganz so schwer, ne? Es, im Endeffekt wiederholt sich das alles einfach nur. Haben wir noch ein paar. Gut. Also genug Baustoff mit zu haben jetzt, ne? Schon mal viel wert. Natürlich gefährlich, ne? Keine Ahnung, wie viele Zombies am nächsten Tag drin spawnen. Na gut, aber das soll es mal gewesen sein. Wir müssen schlafen. Das Loch gefunden. Jo, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich. Das war ordentlich was los da unten. Kein Wunder, dass das so laut war. So. Lass mal futtern. Auf Schütze. Jo. Hast du gesehen. Gut. Affenzeit. Und zum wieder Ende der Folge auf YouTube. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Tatsächlich morgen, wenn ich es richtig sehe, die 100. Folge Minecraft von dem Survival-Projekt. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen dann und tschüss.